Na, hallo! Wie sieht es hier aus? Ich starte sich weg. Hier die Burg, das wird mal spenden. Wollen wir hinführen? Wo war denn der eine, der da letzte Woche gekauft hat? An diesem Tag lief am besten in Rosa der Probates und am Toni der orangene Gaspar. Einige Bisse bekam ich auch noch auf den schwarz-gelben Cordiara in 50 ml Bubblegum Geschmack. Doch nur ein einziger blieb kleben.
nicht bang vor. Nein, der Folge raus, den Sumi. Die hatten sie selber. Die schlucken den richtig, ne? Der ist komplett weggesaugt. Der ist komplett weg. Was gehabt? Ich kann nicht schöne. Ja. Stehen tiefer und weiter runter. Bin zu weit oben.
passt jetzt. Ich hab da zugeschlagen. Einmal nachgegangen. Nächste Lachs. Läuft. Erleuchtet. Ja. Das ist echt eine Waffe. Ich kann dazu keine aber gerne einleihen. Ja. Also funktionieren tun sie, siehst du ja. Das ist so teuer, das geht eigentlich. Aber die Breche an für Dinger sind. Die sind echt top. Die sind echt top. Wir haben ein selektives Angebot. Okay. Mal sagt man, da wo die zweite Farbe anfängt. Er hat schön genommen.
ist ein Köder. Gar nicht. Ja. Ich hätte ihn komplett weggesaugt, ne? Das gibt's ja gar nicht. Echt. Das kann ich noch rausoperieren, glaubst du? Schön weggeballert. Allergie. Wenn sie mich ja teilen.
15 Uhr machten wir Feierabend, da meine Gruppe stärker wurde. Wir waren noch eine Kleinigkeit in dem Restaurant essen. Insgesamt konnte ich an dem Tag 3 Lachsforellen, 11 normale Forellen, Toni hatte 16 Forellen, Sebastian konnte 17 Forellen und eine Lachsforelle und sein Bruder Patrick hat insgesamt leider an diesem Tag nur 5 Forellen und eine Lachs gefangen. Es sind ca. 80% des Forellenbesatzes gefangen worden. Aus dem Grund zogen Patrick und sein Bruder Sebastian nochmal am nächsten Morgen los. Sebastian konnte sein Tagesergebnis mit 17 Forellen und eine Lachsforelle wiederholen. Und Patrick hatte einen besseren Tag, fing 20 Forellen und 5 schöne Lachsforellen. Wir werden dieses Event mit Sicherheit nochmal wiederholen und sagen bis dahin zum nächsten Mal. Tschüss!